Der Minister ist jetzt schon dabei, nicht mehr zu trinken. Kann man ja mal unter der Woche machen. Ich zeige euch den jetzt auch nicht, der sieht ganz schrecklich aus. Er hat sich extra schon vorbereitet, falls ich die Kamera rüberschwenken würde, mache ich aber nicht. Ja, dann auf den Herrn Minister. Prostata. Eins meiner letzten Biere. Kommen noch ein paar im Monat bestimmt. Prost. Ja, Peace and Justice gesagt. DSD und der Chorminister auf der Natur am dran sein. Noch in der Stadt hinterm Bahnhof. Wir laufen jetzt in den Hafen, gucken Graffitis und dann geht's nach Deusen. Da machen wir eine kleine Naturexkursion. Der Minister ist gerade nicht im Bild, weil er Bier holt. Jetzt brauchen wir langsam Bier. Wir sind den ganzen Tag schon unterwegs, von daher fertig werden. Fuck. Ja, aber wir können ja nicht posten dann, wenn du suchst. Ach nicht. Der Minister kriegt gerade Aussetzer. Nein. Ja. Er holt seine Kamera, weil wir sind ja hier Double Trouble in the place to be. The place to be, wie der Dorfmann so schön von. Sagt. Ja. Ja, Doppelaufnahme, ne? Ping und Prostata gesagt. Tingelingeling. So, hinein damit. Kronen schmeckt's. Kronen schmeckt's. Weil? Wir brauchen ja zum Wandern Flüssigkeit, ne? Wegzehrung. Wir sind schon wieder am Ölen, heute zum schöner sonniger Tag. Und wir werden aus dem urbanen Dschungel in den naturellen Dschungel überschreiten. In den Deusener Dschungel. Da, wo der DSD ganz klein früher war. Deswegen heißt das Video ja auch so. Auf Toy und ich mach schon mal aus, da könnt ihr weiter gucken. Ne? Ja, Graffitis gibt's gleich noch. Der Minister filmt ein bisschen. Ich trinke eben das Bier leer. Und dann geht's gleich in die Natur. Ne? Ich zeig euch mal eben ein bisschen Natur. Einen Moment. Ah, lecker, 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 lecker. Ja gut, diese Baumscheibe könnte jetzt ein bisschen noch wieder gehegt und gepflegt werden, ne? Aber, was ich auch schon sagte, wir haben gerade eine geile Kirche gesehen und hier ist ja schon wieder so eine alte Kirche, Synagoge, was auch immer. Da machen wir irgendwann auch mal so eine Tour. Und jetzt zeige ich euch noch das kleinste Bienenhotel der Welt, Insektenhotel, hier. Ja, auch in diesem Hotel wollte keiner einchecken. Haben die Insekten auch Corona? Ich weiß es nicht. So, ich schwitze eben noch ein bisschen. Hier ist schon fast alle. Ja, wir gehen gleich zur nächsten Bude. Wir sind schon an vieren vorbeigekommen. Kronen schmeckt. Das Schlimme ist, mit zwei Kameraleuten, muss man immer für jeden Take muss man halt doppelt trinken. Jetzt nochmal. Also, so. Schöne Grüße aus dem Hafen. Die Kronen der Brandkunst. Kronen schmeckt. So, ich zeige euch ein bisschen den Hafen gleich. Wir machen weiter mit Graffiti, bevor wir in der Natur sind. So geht das. Beton, Graffiti und dann in der Natur. Wir suchen den Feuersalamander. Es dämmert ja auch gleich schon. Kronen schmeckt, ey. Kronen schmeckt. Thank you.
bin auch total bescheuert. Ich hätte ja langsam laufen können und das Video schneller vorspulen können, ne? Ja, super. Alter, fick und fertig ist er schon wieder. Leck mich ins Arsch. Wieso das denn? So, meine Freunde, ich muss mich mal kurz ausruhen. Es ist ganz schön warm. Schön, dass ich einen kleinen Tisch gefunden habe. Der Gorminister rennt da hinten. Der lässt mich einfach alleine trinken. So ist das. Weißt du, jetzt ist er gierig nach Graffiti. So, ich stehe wieder auf. Und gegen die Sonne. Kronen schmeckt. Ja, soll uns keiner nachsagen, gekühlte Getränke gibt's hier nicht, ne? So. Ja. So, Steckdosen habe ich. Aber Turny habe ich nicht mit. Toll. Ich war ja hier schon mal und da lag hier auch so viel medizinisches Zeug rum, aber hier ein kleiner Fleischwolf. Hier, da ist ein Tier dran. Das ist eine Hodenraspel. Dann haben wir hier Clinical Ultraschallgel. Also hier hat irgendeiner schon einmal ganz viele Sachen entsorgt, weil ich habe diese ja, entsorgt. Weißt du, was ist drin? Die sind auch voll. Kann man das eigentlich auch als Gleitgel nehmen? Ja, weiß man nicht. Ich will das Dope haben, Mann. Was für ein Dope? Wo ist das Dope? Ja, da ist das Dope, Mann. Oh. Hier, Dope. Ach, das? Die Dose? Ja, hier. Ja. Dope 500. Ach, eine Nitro ist das, ja. Dope 500. Ja. Ja. Dope 500. So, wir gehen mal weiter hier, ne? Wie ihr seht. Ich sag euch nicht, wo das ist. Das ist ganz geheim hier. Das darf niemand ganz wissen. Geheim. Und hier ist ein YCKB. Nein, doch. Ja, doch. Schön. Warte, ich drängel mich vor. Hier sind überall diese Mundstücke. Guck mal, die liegen hier überall. Aber das passt gar nicht drauf hier. Ich muss Batterien wechseln. Warum passt das denn nicht? Meine neue Kamera, die ist hier. Meinst du, dann passt das? Ja. Ich mache einfach von so. Ihr denkt wohl, ich bin doof, wa? Bin ich aber nicht. Ja! You can't keep it back. Ja, yeah. Way back. Back into time. So, laufen wir erstmal hier auf den, ne? I'm walking. Schlimm ist, wenn gleich diese Schnellzüge kommen, weil die hupen auch nicht mehr. So schnell immer. Nein. Der fährt doch nichts her. Doch, guck doch mal, die sind auf jeden Fall wieder befangen. Ach, hier habe ich gegrillt. Hier habe ich irgendwann mal gegrillt. Ach, ich filme schon wieder den Schwatz. Ja, hier ist immer Schwatt. Ich laufe ein Stückchen weiter, ich muss Batterien wechseln und ich filme schon wieder gegen diese. Oh, hier kommen gleich welche. Wir sind hier auf einem fremden Gelände. Oh, ab mit deiner Kamera! Mal leise sein jetzt. Psst. Psst. Was macht der da? Der filmt. Ich kann es auch so machen. Hey. Allmählich denke ich auch, bin ich bekloppt, sind die bekloppt? Also wenn noch einmal einer sagt, bei mir wäre eine Schraube locker, ne? Das stimmt nicht. Mindestens zwei. Das ist richtig. So, das ist auch schon ein Jahr her, ne? So, dir ist Geburtstag, hier noch ein Sachs und ein Casino. Ich bin ein bisschen außer Atem. Wie gesagt, ich hätte das ja langsam filmen können und in vierfacher Geschwindigkeit vorspulen, aber so weit denkt der DSD halt nicht. Da rennt er lieber mal und schwitzt wie Fotze. Und ja, was gibt's hier noch? Diese alte Klopapierrollen. Das ist alles so Gummi. Das sind so Penismanschetten, Alter. Ja. Das ist moderne Kunst. Das sieht geil aus. Was ist das? Alter, guck mal hier. Da sind Gesichter drin. HR Giga lässt grüßen. Das sieht aber echt strange aus. Super Moto-Display. Ja, nimm mit. Bewegt sich kein Stück. Doch, ein bisschen. Ja, ich wusste ja nicht, dass der Dry auch Geburtstag hatte. Ne? Sag mal, trockene Geburtstagsgrüße nachträglich. Ich habe nämlich jetzt gerade kein Bier in der Hand, aber ja, später.
So, hör mal, jetzt hier kannst du schön, hältst du den Lachs rein, oder? Und zack, super. Boah, das riecht aber auch. Jetzt habe ich da reingepisst und die haben alles zugemacht. Scheiße. Das ist doch Kacke. Nein, doch. Oh. So, ein bisschen Heimatgefühle, ne? 143, auch im Hafen representing. Ja, Mann. Yippie! Und weiter geht's. Ja, gib mal richtig Gas. Ja, wir sind gerettet, meine Freunde. Hier ist eine Tanke. Hier war früher so eine Kabelfirma, da hat's oft gebrannt. Und ja, jetzt ist hier eine Tanke. Eine Tanke und ein Rewe to go, Alter. Wir sind hier als Blagen immer hergelaufen. Wie gesagt, da war halt immer, irgend so eine Kabelfirma, was auch immer. Ja, wir sind immer noch nicht auf in der Tour. Wir haben auch irgendwie schon 16:30, 16:30, ich weiß es nicht. Guck mal, die fahren ja wie besenkte Säue. Die heizen hier durch, Alter. Gut, dass ich kein Autofahrer mehr bin. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ein paar Graffitis kommen noch und dann machen wir die kleine Natur. Also ich find's heftig. Eine Tanke, auf einmal ist hier eine Tanke, Alter. Ja, ich habe auch in deinem Auftrag gefragt, ja, wie lange es die Tanke gibt. Seit 4 Monaten ungefähr. Okay, siehste, also kann ich die letztes Jahr noch gar nicht gesehen haben. Ich wusste es. Aber mir ist es nicht aufgefallen, als ich letztens in Deusen war und besoffen mit dem Bus nach Hause gefahren bin. Das ist noch nicht so lange her. Also sie haben auf jeden Fall Kronenexport. Das ist schön. Kronenexport kostet da allerdings 1,59. Alter, ich wollte mir gerade sagen, warum hast du keine 4 mitgebracht? Aber nee, das muss jetzt erstmal reichen bis auf den Berg. Wir gehen jetzt gleich zum Denkmal. Wir sehen uns gleich wieder. Dankeschön. Dankeschön, bitteschön. Und ja, weiter geht's hier. Let's go. Das ist so ein komisches Frauenauge. Nicht Frauenauge, Frauenauge. Wir haben nämlich gerade so einen Schmetterling gesehen. Und der Odin hat uns ja einen Auftrag gegeben, wir sollen ein Faunauge. Ich weiß, dass das ein Schmetterling ist. Ich hoffe, ich liege damit auch richtig. Ja, war es das gefilmt? Nein, natürlich nicht, weil wir waren gerade abgelenkt. So, ich gucke nochmal, ob die Kamera läuft. Ja, 23 Sekunden. Und im Hafen. Vielleicht finden wir noch einen alten Tech von mir. Kronen schmeckt's. Das Geile ist, wir sind gefühlt jetzt schon 4 Stunden unterwegs. Ich so, ja, in einer Stunde. Ich habe ein Faunauge verschluckt. Ja, gefühlt irgendwie 3 Stunden schon unterwegs, Alter. Und ich dachte, 1,5 Stunden sind wir am Deusenberg. Nein, wir laufen immer noch durch den Hafen. Aber ist ja schön, dass ich nicht alleine laufen muss. Ihr begleitet uns auch. Und hier gibt es Graffitis. Ah, ne, hier doch nicht, oder? Doch. Oh, oh. Ja gut, jetzt nicht so toll, aber macht ja auch nichts. Ah, ja. Ja, war schon mal schöner hier, aber... Aber hier waren wir halt als Teenager voll oft, da gab es diese Mauer noch nicht. Ne, das ist jetzt ein Auto, also kein Auto, sondern so ein Dings. Aber hier immer, unter da vorne um die Ecke, da zeige ich euch gleich, da sind die Silos, also Benzinsilos und so, da kann man auch nachts tanken und so. Und wir werden schon wieder angeguckt, wie die letzten Aussätzigen hier, weil wir eine Kamera in der Hand haben, Alter. Ich weiß nicht, was das soll. So, der guckt bestimmt auch wieder. Ah ne, der ist mit seinem Handy beschäftigt gewesen im Auto, auch geil. Wäre ich Bulle, ich würde euch alle anzeigen mit euren Handys am Auto. Also da, ihr auch, Alter, das war Beifahrer. Scheiße, so, ich mach aus, weil der Gaumen ist, da müssen wir auch noch filmen. Ja, straight out the jungle. Mann. Ich bin voller Tiere. Was ist das? Also vor 2-3 Jahren war hier noch die Konturen vom Stripe zu lesen. Das habe ich damals mit einem alten Schulkollegen gemacht von der Rheinischen. Das Schöne ist, dass sein Tag immer noch zu sehen ist. Wahrscheinlich, weil die Sonne morgens hier nicht so drauf knallt. Hier, ein schönes Razer. Ich kann es ja sagen, ne? Schöne Grüße an Herrn Kreuzkamp. So geil. Ja, das ist natürlich weg. Das ist schade. Ich würde jetzt gerne noch taggen, aber wir wollen ja noch in der Natur, bevor es dunkel wird. So, fertig werden hier. Hä? Wieso kommt jetzt ein Bus? Da ist der Bus! Was? Hä? Wieso kommt denn jetzt der Bus, Alter? Was ist das denn für eine Zeit? So, KKS. KKS, Savasch? Ich weiß nicht. So, wir müssen jetzt gleich hier rechts. Nur den Kanal entlang und ja, wir gucken weiter. So. Der Sonne entgegen!
meine lieben Leute, der Gorminister und die ist die, der Gorminister ist in Eusen. Ich bin leider zu weit weg, aber egal. So. Ja, wir sind jetzt in Altdeusen, wohlbemerkt. Ich habe gerade gesehen, die haben auch neue Straßenschilder, keine DSD-Tags mehr. Und ja, Fetti wären, wir laufen Richtung Bunker und dann schaffen wir gleich irgendwann mal da an der Kippe. Hier ist übrigens immer schön, hier habe ich mich vor. Ich bin kein Deusener, ich bin Baropper, damit ihr es mal wisst. Was? Was? Nein! Doch! Doch! So, und dann hier, hello. Kronen schmeckt's.